Yo! Dusty macht die Anmoderation. Oh nein, ey. Hallo, herzlich willkommen zu TTT. Ja, super. Was war das denn? Erstmal hochziehen. So. Dusty hat erstmal eine Lötkolbe mit der Nase hochgezogen. Ja, vielen Dank für eure ganzen Dislikes in der letzten Folge. Was ist das denn? Guck mal, ich hab ein Leuchtestäbchen gefunden. Die aus wie Mayo-Flaschen. Was ist das denn? Eine Mayo-Flasche. Oh Gott! Wie hast du das denn geschmissen, Mann? Wow! Boah, Alter! Warte, was war das? Was war das denn, Alter? Was meinst du? Er springt erstmal hinterher. So. Los, Alter, alle sind fast down. Baby, are you down? Okay, down, Leute, ich koppel mich mal von euch ab, ne? Ja, klar, weil der Trader jetzt erstmal in den Trader-Shop gehen muss. Ja. Alter, was hast du denn da? Ich suche eine ruhige Ecke. Guck mal, nein! Curry, ich hab Zäpfchen. Deshalb kuppel ich mich ab. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Oh nein! Boah, Alter! Mann! Da ist los, Alter, das Haus ist weg. Patrick, Tote reden nicht. Wie, das Haus ist weg? Ist weggebombt jetzt. Ja, der Major wird sich auf der Karte richtig wohlfühlen, ne? Mit der MR-Strike. Ja gut, das hat ja nicht mit der Karte zu tun, ne? Alter, wie das aussieht, ey. Ey, Curry, wo bist du? Ja, ihr könnt mich alle mal, ey. Nein, Curry, ich hab ein Zäpfchen für dich, komm mal her. Ja, ein Zäpfchen. Ja, guck hier. Alter, gibt's einen geheimen Code auf der Karte. Was? Insert the secret, genau. Secret code. You can find the code playing all my maps. Ach so, jede Karte. Yo! All my maps, klar. Nein. Insert the correct code. Geh bloß weg. Hier sind auch noch mehr Leuchtstäbchen, Leute. Ich hab auch ein Leuchtstäbchen. In meiner Hose. So, ich hab ein Zäpfchen für dich. Alter, voll gruselig, man, voll dunkel hier im Wald. Bonze, hier, guck mal, Zäpfchen, bleib mal stehen. Alter, hier ist alles voll dunkel. Oh ja, bleib doch mal stehen, Bronze. Ja, bleib nicht stehen, bleib. Oh, guck mal, Bronze. Oh, du bist jetzt behandelt. So ein Fropfen, weißt du. Bronze, hier sind noch mehr, guck mal. Hier. Ich hab so Angst. Ey, mit F haft ihr mir eine Lampe, krass, ne? Immer noch. Alter, das ist ein Friedhof hier. Warte mal, wie kann man hier aufnehmen? Mit F, hier? Mit dem Magnetostick musst du den nehmen. Schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Mit F? Ja, Sascha, also war, glaube ich, halt. Aber Leute, wer war denn das mit dem Airstrike? Kann das nicht, ey. Keine Ahnung. Alter. Ich weiß auch nicht. Das war bestimmt der Patrick und hat sich selbst getötet, weil der so ausgerastet ist, ey. Der einzige Tod ist der Patrick, ne? Hat jemand Patrick schon mal untersucht? Ich gehe ihn mal untersuchen. Nee, aber ich könnte. Ja, der ist durch eine. Hä? Der war Twitter! Was hab ich gesagt? Oh mein Gott, Patrick. Was hab ich gesagt? Dann hätten wir das auch schon geklärt. Ich nehme den Patrick mal mit. Ich kann den gar nicht aufheben, Dennis. Nee? Rechte Maustaste. Geht Patrick, ey. Komm, Patrick, ich nehm dich mal mit. Schade. Hab heute ein bisschen fühle ich mich zum Payset hingezogen heute irgendwie. Guck mal, hier ist eine Tür. Kommen wir jetzt hier wieder runter? Alter, oh. Voll dunkel, Mann. Das erinnert mich ein bisschen an Silent Hill. Achso. Oh. Wird jemanden erschrecken. Hat nicht so funktioniert. Ich dachte, Sascha kommt wieder mit seiner Kettensäge. Weil da macht er immer diese Geräusche. Was wäre hier mega krass, so richtig so im Dunkeln. Ja, ne? So. Auch hier ist so ein Haus, da ist alles dunkel. Stell dir vor, du hörst dann nur das Geräusch, so, weißt du? Willst du Angst kriegen, ey. Stell mal vor, ey. Das hat die Grab mit der Granate geworfen. Yeah. Wer? Wow. Es war auf jeden Fall eine blaue Granate. Dennis war's. Der ist. Habt ihr den auch schon getötet? Ich war's gar nicht. Ich hänge in der Luft. Ich war's gar nicht. Ja, dann fliegt er oben. Toll. Ich hänge in der Wand, Mann. Ey, nicht! Ah, doch. Ja, sterben muss doch sowieso. Doch. Hey, Bronze, was machst du? Wieso schießt du? Hallo. Hä? Bronze, warum hast du mich einfach abgeschossen? Ja, hab ich doch gar nicht, Mann. Ich hab nur da oben geschossen. Lüge. Leute, hört mal bitte zu. Ich war das nicht. Rate mal, wer das war. Bronze. Ja, natürlich, ey. Der tötet seinen eigenen Kollegen, ey. Zum zweiten Mal. Der Killer Bronze. Guck mal, du Vollpfosten. Alter. Ja, du bist ein Vollpfosten, ey. Da bin ich einmal Traitor, ey. Der Patrick hat gesagt, nein! Weißt du, ich war alle standen draußen, ich hätte alle wegjagen können. Ja, und wen hast du getötet, deinen Kollegen? Das ist die Ironie des Lebens. Voll die Erschütterung der Mann. Alter, wie gruselig die Karte ist. Ich will nie mehr mit ihm zusammenspielen. Der Bronze, der Patrick, der hat sich so krass aufgeregt. Mit dem zusammen sein. Ausraster vom PZ live und on air. Live, ja. Ja, wir nehmen die Folge immer am einen Tag vorher auf. Bronze, ey. Mein Herz. Deswegen habe ich schon seit 3 Tagen das gleiche T-Shirt an. Alter, was ist das denn hier? Nee, ich. Was denn? Bronze, ey. Das ist echt nicht mehr wahr, ne? Ja, es ist meine Alter, ich kann nur noch lachen, ey. Was? Wer hat das Licht angemacht, Mann? Ich hab das Licht angemacht. Ist das Licht noch an? Noch mal. Nein, das ist wieder aus. Curry, Alter. Jetzt wieder an, oder was? Wieder an? Wie machst du das? Sieht voll geil aus. Ey, wie geil ist das denn? Jo, Alter, endlich, Mann. Aua! Thorsten schießt. Wo? Ja, Thorsten schießt. Der ist ich hab keine Waffe. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Da hinten. Ja, Moment, kann auch sein, dass die Sascha uns verarscht. Wie groß ist die Map denn eigentlich? Ich kann man da hinten auch noch hin. Der ist auf dem Friedhof. Okay, auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof? Talente. Ja, da warst du doch vorhin, Patrick. Ja, echt.
Oh, oh, da geht die Action ab. Aber das ist der Patrick, Entschuldigung. Ja, ist er jetzt tot oder was? Patrick ist jetzt mit Traitor, weil er nämlich nicht auf den Talente Thorsten geschossen hat. Hä? Warte mal, erstmal untersuchen jetzt. Hab ich gar nicht mitbekommen. Hey, hier. Ich hab jetzt. Okay, super. Also okay, für mich. Traitor. Okay, ich kam gerade mit auf den Friedhof. Entweder war der Patrick so verpeilt, aber du warst schon länger auf dem Friedhof. War schon länger verpeilt, sagen wir mal so. Patrick war länger auf dem Friedhof, aber der schlich hier auch. Nee, ich bin wirklich gerade von hier rein. Von hier! Wer hat man nur schlecht gesehen? Ich kam hier rein und stand dann hier. Hallo! Alter! Ich, Dennis und ich haben Ich wusste nicht, wo der Friedhof. Ich wusste gar nicht, dass es ein Friedhof gibt. Guck mal hier. Bei euch. Bin sofort gestorben am Anfang. Mein Magazin ist leer. Alter, was ist das denn hier? Oh, Curry, Alter. Aber weh, du tötest mich jetzt. Nein, nein, ich bin kein Traitor. Taros. Aber weh, du tötest mich? Ich töte dich nicht. Hier, ich nehme auch Crowbar in der Hand. Hier, guck mal. Alter, Curry, schneid mal den Weg hinter uns ab. Alter, wie gruselig ist das hier bitte? Ich will mir das auch angucken, du Fitzboy. Jetzt die Kettensäge, so weißt du. Ich traue Payset keinen Meter über den Weg, Mann. Ja, aber dir. Taros, du bist aber kein Traitor, ne? Nein. Curry, die Waffe wegtun. Alter, hier ist voll der... Hier vor. Wenn wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Was ist das hier? Wie gruselig das ist, ey. Können wir nicht. Alter, das ist... Ach, krass, jetzt sind wir hier. Ich hab echt Angst. Ich erinnere mich ein bisschen an Silent Hill hier alles. Für ja, Mann, Ronze, ne? So, und hier ist jetzt dieser Code-Raum. Ne? Hier, guck da. Oh, was ist das denn? Ja, gib mal einen hier. Das ist Sacred Code. Naja, der... Wrong Code. Ja, das war's jetzt. Ja, das kann, das kannst du nicht mal eingeben. Ronze? Ich hab nur zwei gedrückt. Ronze? Ja, aber... Ah, Patrick! Ah, fuck, ey! Yeah. Patrick, blöd, Alter! Ey. Ich hatte aber recht, ne? Dann war der Patrick jetzt ja wirklich... Ach, Mann, ey, das ist doch... Aber Patrick, wenn du nicht so langsam geschlichen wärst, hätte ich dich niemals verdächtigt. Auf dem, Bin ich gar nicht, ich stand nochmal da. Ja, aber du bist Leute. So von ihm weggegangen, down, weißt du? Anstatt down, gar nicht. Ja, doch, hab ich schon gesehen. Du bist ein schlechter Beobachter. Oh, das... Leute, ich chill mal jetzt, dass du da rumgechillt bist, Mann. Ich stand da, hab zu dir geguckt, dann zu ihm und dann war er tot. Ja, warum hast du nicht zuerst auf ihn geguckt und dann auf mich? Was machst du denn da, Sascha? Was denn? Hä, wie machst du das? Nur hochgeschossen. Hä, was hast du gemacht? Mach mal einer das du Licht an, bitte. Kann du einen Taros? Wo kann man das Licht anmachen? Links, da ist ein Licht. Gerade war das Licht aus, ne? Ich hab ihn angegriffen und dann hat jemand das Licht angemacht. Ja, geil, ey. Was Scheiße. Ich hab gesehen, dass ich da stand, Diese Talente Thorsten. I'm an innocent. Rechts in den Tunnel rein und dann ist da so eine Tür links. Ein Tunnel? Ah. Wo sind denn hier Wände? Eine Tür. Tunnel, da ist eine Tür links. Verstehe. Ah, warte. Ach, Mann. Ich geh zum Friedhof sterben, Leute. Dennis? Ich hab keine Lust mehr. Dennis hat gerade einen Luftschlag geordert. Alter. Nein, ich bitte nicht. Wow. Alter. Patrick, was hast du da in der Hand? Steht er da erstmal mit seinem Fernglas, ey. Alter, der hat gesessen, Alter. Patrick hat irgendwas in der Hand vor sich. Dennis ist ja kurz. Ich hab dir gerade alles gezeigt, ne? Bronze. Soll ich es nochmal zeigen? Hier, Bronze. Ey, hier ist eine Leiche. Wieso wurde das war der Dennis. Der ist confirmed. Wir trauen keinen Meter über den Weg. Boah, dieser Rauch hier. Also der Dennis hat gerade mitten auf der Straße sein Fernglas ausgepackt. Deswegen habe ich auf ihn geschossen. Was hat er ausgepackt? Sein Fernglas. Fernglas? Nicht das, was du jetzt wieder denkst. Das ist einfach eine Umschreibung für sein... Ja, was Fernglas. Das Fernglas spielt ist das DDT weiter, Mann. Oh Gott, mal, für das Fernglas Objekt. Ist das Objekt hier oder was? Hier, guck mal. Ja, jetzt mach das es doch nicht. Codewort. Kann ich doch gar nicht, Mann. Ist doch leer. Ist leer das Fernglas oder was? Ja. Ja, stimmt, ist echt leer. Ja, ist verkackt. Ha, weg damit. Ich will da auch mal durchgucken. Da kann man nicht. Hey, das sieht doch aus wie ein Schwert. Ist so ein Gastank. Was, du bist auch ein Schwert, ey. Ja, hier irgendwelche Geräusche, Mann. Warum hat der Gastank gerade geleuchtet? Der Kevin hat geschossen, also auf den Gastank. Ja, auf das Gas. Auf den Gastank, ja. Warum leuchtet der denn jetzt? Hä? Irgendwann geht er hoch! Hä? Thorsten, die Straße hier ist erst ab 20. Steht hier Patrick? Oben dick fett drauf. Geh bitte. Patrick? Ja, ja, das ist ein Regelbruch. Was bist du? Auf dem Dach bin ich. Auf dem Dach. Regel. Also es ist keiner gestorben jetzt, ne? Wie bitte? Bronze? Wie bitte? Nee. Ihr müsst mal auf den Friedhof gehen, wenn ihr da auf dem Friedhof da steht. Sind eventuell Tote. So, wir müssen mal auf den Friedhof gehen. Da habe ich so ein Geräusch gehört, das piept da so komisch. Ich würde mal gerne wissen, guck mal, da bei dem Friedhof ist so ein Megagrab, was da wohl liegt. Was denn? Was, lol? Daraus, Sascha? Leuchtet ja wirklich. Au! Alter, ich wurde gerade... Alter, im Haus! Es brennt! Patrick! Boah. Ich habe nur noch 69. Was war das denn? Ja, Feuer, keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwas Falsches gedrückt. Ja, hier ist eine Leiche. Der Gastank. Der Gastank ist ernsthaft? Geworden. Wo ist eine Leiche? Hier unten runter. Nein, deswegen ist er. Der Dustin ist gestorben. Wer ist Dustin? Nein. Ja, hier liegt doch eine Leiche, nein. Mann. Na, Thorsten. Ist doch hier. Was? Wer ist denn da jetzt gestorben? Keine Ahnung, ich bin aus dem Haus, da hat's gebrannt. Ja, aber da liegt doch eine Leiche. Wer ist das?
Dennis gestorben. Dennis oder? Lag doch da. Wie krass ist das denn? Dennis war wiederbelebt. Der ist hier reingerannt, Mann. Was? Dennis aber wer hat ihn dann wiederbelebt? Warte Kevin? Mal, Patrick. Nein, hä, nein. Ich bin aus dem Haus. Ich hab doch den Dennis erschossen, Mann. Ja, Curry ist safe. Der Dennis erschossen. Es sei denn, aber da hat er vielleicht wiederbelebt. Nein, ich hab ihn nicht wiederbelebt. Wo, warte mal, die Leiche... Thorsten ist clear. Thorsten ist clear. Ja, aber guck mal, der Patrick war oben auf dem Dach, ne? Ja, ich bin aus dem Haus. Aus dem Haus raus, als es explodiert ist. Wo lag am Anfang die Leiche vom Dennis? Hier auf der Straße? Mitten im Haus. Nein, mitten im Haus. Ja, mitten im Haus. Und der Einzige, der auch im Haus drin war, war der Patrick. Und nachher erst auf dem Dach. Ja. Ich bin doch raus in dem Moment. Da gibt's Sinn, Curry. Was ist das für ein Zeug? Wow. Warte mal. Okay, Thorsten ist safe. Also Patrick ist gerade sowas von verdächtig. Ich hab doch selber Gesundheit abgezogen bekommen. Ich bin doch aus dem Haus in dem Moment. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Du standst halt einfach im Feuer drin. Ihr wart nämlich beide dann wahrscheinlich unten im Haus. Da warst du gerade im Traitoren-Shop, Patrick. Hä? Nein, ja, nein, die ganze Zeit war ich jetzt hier gerade. Der Patrick steht. Mann, ich bewege mich doch hier die ganze Zeit. Warst, habe ich gefragt. Leute, nicht überreagieren. Ich weiß nicht, warum ihr mir das jetzt in die Schuhe schieben wollt, ganz ehrlich. Ja, weil du der Einzige warst, der im Haus drin war. Ja, aber ich hab doch selber Energie verloren, ich bin doch rausgesprungen. Ja, hab mich doch voll erschrocken. Ja, das, ich weiß. Ja, aber du warst doch im Haus. Ich hab doch eben selber gesagt, ich bin auf dem Dach und so. Ja, gut, aber... Du hast ja, natürlich hast du Schaden verloren, weil der Dennis aus Versehen wohl irgendwie was da mit dem Tank gemacht hat oder so. Der hat da auf jeden Fall irgendwas aktiviert, sonst hätte er noch nicht so gelacht. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe, dass du das so denkst, aber... Alter, was machst du da oben? Ja, voll Spaß. Lass ihn raped, der Dennis. Leiche, Alter. Oder er will nicht überleben, eins von beiden. War der Dustin draußen, Leute? Also, ja. Wo ja, waren denn eben alle? Der Dustin war ganz hinten, oder? Als das Feuer hier ausgebrochen ist. Bei diesen Sticks da. Als der Patrick losgeschrien hat, ne? Ja. Dann war der da, wart ihr draußen alle draußen. Ne? Tank. Und ich war oben auf dem Dach. Ich werd angeschossen. Lol. Ich hab's Von wem? Wer ist oben auf dem Dach? Patrick. Wer ist ja, auf Patrick, Dach? Alter, komm. Ja. Wir haben dich umzingelt. Ich hätte es natürlich an der Zeit verdient. Nein, 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 schon wieder. Der macht es schon wieder, Mann. Mann, ich geh nur rein, Idiot, ey. Oh, geil, ey. Wer lebt denn jetzt noch? Hallo, Patrick. Keine Chance. Ich war draußen vor der Tür, aber wenn du einen fairen Kampf haben willst, komm raus. Mit dir? Ja. Was denn gerade? Was denn gerade? Das war ein Küsschen, Mann. Aus dem Jenseits. Aber Patrick, du hast nicht mehr so viel Zeit, ne? Ein Küsschen. Hatte die Zeit, habt ihr davon? Nein, Granat! Nein! Nein! Du Arsch! Nein, ich heb ab! Nein! Boah, ja, der hat mich verarscht. Krass. Super gesagt, Sascha. Ich wusste, dass er nicht tot ist. Ich hab das gemerkt. Hast du es wohl gedacht? Ey, du stirbst auch nicht. Ey, das war so geil. Der Patrick belebt mich wieder, obwohl die alle um das Haus rennen. Und dann denke ich mir so, okay, der Curry steht oben. Ich hab keine Waffe. Dann zündest du den Tank. Und ich hab mich selber weggesprengt, Alter. Ja, ich sehe. Ich komm aus der Tür gesprungen, so mit Flammen im Rücken. Aber Patrick war doch richtig, ne? Geil. Ja klar, war alles richtig. Was soll ich denn? Ja, krass, ihr habt das gut gemacht. Und dann macht er das schon wieder, ey. Und wir sterben. Stopp. Was? Wie viele habe ich denn mitgebracht? Drei Touren Shop. Hör mir zu. Nee, war ich nicht in dem Moment. Du musst wissen, der Sascha darf so rumschreien, weil seine Eltern noch im Urlaub sind. Ja. Das ist vollkommen korrekt. Am Morgen bei Minecraft wieder. Herzlich willkommen bei Minecraft. Ja, nochmal wieder. Herzlich willkommen bei Minecraft. Nein, ich bin leise. Herzlich willkommen bei Minecraft. So läuft das dann. Was ist das denn hier, Alter? Ja, wieder in Notzent, Alter. Du kannst wie Pistolen hier liegen, ey. Krass. Ich hab gar nicht so viele Hände wie Pistolen hier liegen. Aber sind in der Mann. Wir sind in meiner Manina. Danke für das Licht. Bitteschön, kein Problem. Bin im Haus, ganz alleine. Vor der Manana. Mach die Tür auf. Ja, hier hinten ist auch mach noch die Tür wieder zu. Leute. Ja, mach was. Ja, was machst du da? Das ist riesig, Alter. Du findest da nie wieder raus. Geh da nicht rein. Nee. Da ist auch alles dunkel. Obwohl, da könnte jetzt Licht drin sein. Ich weiß es nicht. Wo? Ja, bist du da Licht könnte hier? Licht drin sein. Es ist wieder aus. Wir zeigen alles hier, ne? Das ganze Haus. Mach das Licht wieder an sofort. Stimmt. Boah, ist das gruselig, Mann. Guck mal, hier ist so ein Schwimmbecken, ey. Boah, ekelhaft Wasser. Also mitten in der Dunkelheit. Das hätte Taurus gar nicht. Gruselig. Was? War das gerade? Na, warte. Ich bin jetzt ganz allein in diesem Haus, Leute. Oh, ist das nicht ein bisschen gruselig, Bronze? Ja, irgendwie schon. Boah. Ist die Türsteher, Dustin? Alter, Dennis ist da drin, ey.
Hallo? Ja. Mach doch mal auf. Wenn jetzt einer kommt oder so. Mach dir mal. Ich hab nicht mehr eine Waffe. Zwinker, zwinker. Also wenn jetzt ein Traitor kommen würde, ich hätte überhaupt gar keine Chance. Patrick, hier, Patrick! Ne? Wow, 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 wow. Nix da, mein Freund. Was, Patrick, Patrick? Ich habe ihn getötet, okay. Ich habe gesehen, wie er seinen Melon-Launcher rausgeholt hat. Kevin, ich bleib bei dir. Guck mal, das sieht. So, mein Freund. Achtung, er schießt. Ich will bei Kevin bleiben. Kevin, das muss Sau, ne? Du Sau. Schmeiß ihn auf den Friedhof. Komm, wir begraben ihn. Lass ihn? Ja. Komm, Kevin, wir begraben ihn. Wenn ich jetzt tot bin, dann hast du mich erschossen. Ja? Wer sagt denn, dass du nicht Traitor bist? Kevin, schau mir in die Augen. Du hast eine Maske an, du Idiot. Ich bin vollkommen, Patrick, du bist tot. Ich bin vollkommen unschuldig. Dustin? Bitte nicht trauen. Ich hab meine Augen frei. Dustin? Stimmt. Dennis? Ah, der schießt auf... Okay, Leute. Was war das denn jetzt, Dennis? Lass den hier liegen. Dennis ist sowas von Trader ohne Witz. Das war gerade echt ein bisschen zugekünstelt, Dennis. Das lässt uns auch tun. Wo ist er hin hier, komm. Sascha, der ist okay, Dennis. Ich nehme die zweite Tür. Das Haus ist so gigantisch, Mann. Er ist durch die Kanalisation abgehauen. Ja, wer geht jetzt da zuerst runter? Ich trau mich da nicht runter, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich will da nicht runtergehen. Der steht doch da, oder nicht? Steht doch da irgendwo. Ja, der wartet da unten. Der wartet unten irgendwo mit der Chainsaw. Warte. Pistole, geh vor! Echt ein Herrenhaus hier, Mann. Hier ist nichts. Komm runter. Hier ist safe. Talente Thorsten! Talente Thorsten ist es! Dennis ist wirklich tot. Boah, ich hab gedacht, der spielt das. Ohne Scheiß. Dennis ist tot, sicher? Ja, Dennis ist tot, ja. Weil der Dustin tot ist und der hat vorhin nicht gesprochen. Mach die Lampe aus. Lass mich, komm jetzt mal raus da, ey. Ich hab ihn einmal getroffen. Hä? Ich hab ihn einmal getroffen, der ist da hinten. Pazert. Wo seid ihr, Mann? Ich komme jetzt zu euch. Wir sind unten in der Kanalisation. Dennis ist tot. Ja, das muss Dennis sein. Dennis, möge ein Frieden. Alter, der war wirklich tot, ey. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, ey. So, wo ist Thorsten abgehauen? Ist er nach oben wieder zurück? Dennis war innocent. Ja, Dennis ist tot. Komm runter. Es ist Dustin. Dustin ist der letzte Traitor. Was denn hier? Ey, wer ist das denn hier? What the fuck, Alter? Oh nein. Ey, wo warst du denn? Steht da oben an der Leiter, ey. War nicht so unsere Runde irgendwie, ne? Wo war der denn? An der Runde? An der Leiter? Boah, ja, der war wusste, dass der Dustin Traitor ist. Der hat ganz Zeit beharrt, mich zu killen. Der stand ich dachte, ihr macht die Tür da auf, dann kommt da die Melone rein, dann war es dann aber. Ja, da war wohl nichts, ne? Ich saß nämlich im Dunkeln die ganze Zeit hinterm Auto und hab ich nicht gesehen, ey. Scheiße. Ah, der Mann. Curry, ey. Immer der Curry. Nein, nicht. Das Haus, Mann. Das ist voll gruselig. Curry, der kann das Spiel einfach. Ja, du findest da nicht mehr raus, ne? Ja. Würde gar nicht reingehen. Voll Silent Hill mäßig alles. Echt so, ey. Und analysiert wieder, Mann. Mach bitte das Licht an, ich hab Angst im Dunkeln. Mama, lass bitte die Tür offen. Also wenn der Patrick mir im Dunkeln begegnet, Mama, dann hab ich automatisch schwul. Angst. Ja, das ist... Oh, ja, das war schon aufpassen, ne? Wieder innocent, ey. Bronze, Traitor. Der Bronze lacht erstmal dabei, weißt du? Bronze ist so Traitor, der pass auf. Der zündet gleich den Öltank da. Dennis hat einen getötet. Was? Was? Dennis, guck doch mal da die Leiche und der sagt nix. Der steht direkt da. Okay, Bronze hat den Öltank gezündet. Nein, am Arsch. Der ist verbrannt. Oh, guck dahin. Da liegt Bronze hat den Öltank gezündet. Och, Bronze. Nein, sei froh, dass ich keine Waffe hab jetzt. Okay, Bronze, sag mal, ich bin kein Traitor. Sag mal, ich bin ein Traitor. Ich bin ein Traitor. Hey, ich bin kein Traitor. Ja, das ist ja cool. Wie geil. Wolltest du so entlarvt, ne? Jetzt hört mal zu, Freunde. Wenn ich Nein. Wieso darf ich nicht ausreden? Guck mal, Dennis, du sagst, wir sollen... Ja, ich, okay. ich bin hier so lang gegangen. Hab gehört, dass hinten einer stirbt. Curry! Halt eine Rede! Eine Rede! Hey, lass doch mal den Bronze ausreden, Patrick. Was ist los mit dir? Was ist los mit euch? Ich will, dass du eine Rede hältst. Ich will aber nicht, dass Bronze redet. Ey, Leute, ohne Scheiß. Jetzt rede mal, Bronze. Warum steckst du auf? Da habe ich mich umgedreht, da lag die Leiche und rechts daneben stand direkt Dennis, so, weißt du? Ja, das ist ja dasselbe, was ich vorhin mit Dennis hatte. Aber okay, dann hier, komm, töte mich, Curry. Nein. Leute, ich hole mal eine Waffe, ne? Nicht das Haus ist wieder anzünden. Es war so, der Bronze. Der Bronze stand hier. Erstmal im Raum stehen lassen. Ja. Ich stand hier, ja? Ich stand hier, wo der Talente-Thorsten steht. So, der Bronze stand die ganze Zeit hier und hat so gemacht. Und dann auf einmal brennt das Haus. Wie kann ich denn, wenn ich hier stehe, das Ding zünden, Bronze?
Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, wo man... Also, du standest doch hier, Dennis, Bronze, Dennis, oder nicht? Ich dein Argument ist schwachsinnig. Du standest hier, Bronze! Dennis, dein Argument ist aber schwachsinnig, weil als du vorhin im Haus drin warst, konntest du das... Nein, warte, hör mir doch mal zu. Curry's Outrider. Als du vorhin im Haus drin warst, konntest du das auch aktivieren. Ja, aber ich hab's doch gesehen, wie es der Bronze... Alter, ich tue den Bronze jetzt auf meine Verantwortung. Wenn der Bronze kein Trader... Okay, Bronze, wenn du kein Trader bist, ja? Wenn du wirklich innocent bist, legst du jetzt alle deine Waffen ab. Wir müssen ja jetzt nicht immer nur ein Indiz dafür verwenden, um gleich zu töten. Das hatte ich ja gesagt. Ja, aber für mich ist das 1.000.000% sicher, dass du es warst. Weil ich gesehen habe, wie du das Ding wir beide standen draußen und auf einmal geht das Ding hoch, Bronze. Der Panzer war auch draußen. Und du hast in die Richtung beim geguckt. Friedhof hier. Ich habe das aber auch gesehen. Was hast du gesehen? Bronze, was hat der Bronze gemacht? Ich habe Bronze und Dennis gesehen. Mehr habe ich auch nicht gesehen. Ich kann es nicht bestätigen, aber... Bronze. Dennis direkt neben der Leiche. Da, Leute, ganz ehrlich. Ja, Bronze, sag doch mal, ich bin ein Traitor. Hey. Ja, das beweist ja nichts, das ist ja Schwachsinn. Ah, Curry beschützt den auch die ganze Zeit. Also ich glaube Curry und Bronze. Nee, weil... Ja, nö, ist ja, muss euch ja nicht gegenseitig sein. Muss ja nicht sein, aber ich sag Curry und Bronze, habe ich irgendwie ein Gefühl. Curry und Bronze. Ja, ist aber schlecht. Ich beschütze den Bronze ja gar nicht, ich sag ja nur... Ja, nö, brauchst dich doch gar nicht rechtfertigen, das ist ja nur meine Meinung. Was sagst du nur? Curry und Bronze, sage ich. Ja, sag doch mal, Curry, was sagst du? Nee, es ist ja wichtig, dass wir beide Seiten anhören. Wenn ich dann was gegen das Argument gegen Dennis sage, heißt es direkt, dass Dennis Traitor ist oder was? Das habe ich doch gar nicht behauptet. Wie das Dennis Traitor ist? Nee, weil du, ich habe ja nur gesagt, weil du vorhin zu Bronze meintest, als er hier draußen stand, dass er das aktiviert hat. Und du, als du hier standest, das ja gar nicht aktiviert haben kannst. Aber als du vorhin drinnen warst, hast du das auch aktiviert. Und das habe ich nur gesagt, dass das Argument schwachsinnig war. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber deswegen habe ich ja nicht gesagt, dass du schuld warst. Das Ding ist aber, ich stand mit dem Rücken zu dem Ding. Ja, ich habe ja jetzt auch gar nicht behauptet, aber nicht, wenn du mit dem Rücken dazu stehst. Ja, das stimmt aber, was Patrick sagt. Du könntest es theoretisch auch von da hinten, glaube ich, aktivieren, Dennis. Okay. Also ich weiß nicht, ob es jetzt eine Reichweite oder so gibt. Es könnte sogar sein, dass wir beide mit dem Rücken dazu standen und dann das gesehen haben, als wir uns umgedreht haben. Okay. Das ist das, was ich meine. Das sind alles immer nur diese Indizien, weißt du? Okay, hast recht. Aber ich glaube auch Dennis, also ich meine, er hat das jetzt auch gut erklärt, aber ich habe das eben vom Friedhof nur so also gesehen, wie er das jetzt gesagt hat. Es ist definitiv Curry und Bronze, 1.000.000%. Aber normalerweise hätte Dennis dass ich nur am Weglaufen bin, ne? Ist nur meine, das hat er aber nicht gesagt. Doch, du bist die ganze Zeit hinten am Auto von links nach rechts gelaufen. Hä? Ja, später, als ich mich umgedreht habe. Nee, du warst nicht mal umgedreht, Bronze. Ja, du hast genau da drauf geguckt. Du alter Traitor, du. Ich hab da nicht drauf geguckt, du Idiot. Ja, guck mal, du Idiot. Guck mal, der Bronze lacht schon wieder so, ey. Der Bronze, wenn der Bronze es nicht ist... Stand direkt neben der Leiche, also, wenn der Bronze so lacht, ne? Wenn der Bronze nicht der Traitor ist, ja? Die Frage ist jetzt aber direkt, Patrick, wieder, warum du jetzt wieder Partei ergreifst. Nee, weil er machst du doch auch? Lachen. Ne, mach ich gar nicht. Immer wenn er lügt, dann lacht er so. Was hab ich denn gesagt? Hallo, hör doch einfach mal zu. Immer wenn er lügt, dann hat er doch dieses Lachen, oder nicht? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Patrick unterbricht auch ständig. Also für mich ist es ganz klar Curry und Bronze. Ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass Dennis oder Bronze Trader ist. Nee, weil du Trader bist und mit Bronze, du weißt das ja. Nee, aber ich habe ja Bronze gar nicht beschützt. Er hat doch nur gesagt, beide Seiten, fertig, Mann. Ja, aber der hat ja auch meine Seite gar nicht angehört. Guck mal, wie euch ganz halt gegenseitig die... Natürlich habe ich deine Seite angehört. Ich habe nur dieses eine Argument, was du gebracht hast, habe ich dann widerlegt. Was suchst du denn, Bronze? Suchst du mich etwa, damit du mich töten kannst? Ja, mach ich denn das? Hallo, Patrick. Oh mein Gott, Patrick ist es. Ja, es war so klar. Ich hab ihn getötet. Also in dem Moment, wo Patrick einmal was gesagt hat, dann wusste ich sofort, dass er das ist. Er war Traitor. Natürlich war der Traitor, warum soll ich nicht auf dich schießen, Mann? Fuck, Alter. Patrick, ernsthaft? Okay, dann ist der andere Traitor der Bronze. Okay, Patrick wollte mich beschuldigen, also wisst ihr schon mal, dass ich innocent bin. Aber wieso soll er mich dann beschuldigen? Wo bist du denn mit der Leiche hin, Curry? Lass sie doch hier liegen. Ich wollte sie dahin, wo der Sascha liegt, liegen, damit wir alle Leichen auf einen Haufen haben. Ja, damit du alle wiederbeleben kannst, oder was? Ja, klar. Alle Innocents. Guck mal hier. Der Junge bringt Argumente, das ist echt ein Witz, ey. So, also ich sag entweder Curry oder Bronze. Okay. Ich sag Dennis. Weil beim Curry ist es so, der versucht die ganze Zeit immer die Schuld auf jemand anderes zu schieben. Also wo habe ich denn jetzt die Schuld? Ja, lass mich doch erklären. Guck, ich soll euch auch ausreden lassen. Guck, das Ding ist, ich habe einen Verdacht geäußert auf Bronze und du hast sofort mich beschuldigt, weil ich sowieso. Guck, lass mich doch aus. Innocence. Oh. What the fuck, Alter? Ja. Warum hast du mich getötet, Alter? Ich hab dich getötet? Hey, wer hat mich denn jetzt Talente getötet? Thorsten. Hey? Was? Ich hab niemanden getötet. Da doch gerade da. Da stand gerade Killed by Talente. Oder war die Zeit abgelaufen? Ja. Nee, die Zeit war abgelaufen. Echt? Die Zeit ist abgelaufen.
Ne, ich habe ja, hab ja noch nicht mal geschossen. Cool, also, das war gerade so interessant. Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Aber du hast echt den Verdacht auf mich gelenkt, du Bastard. Nein, habe ich doch gar nicht. Wann habe ich denn gesagt, dass du Traitor bist? Nein, aber guck, der Bronze hat mich verdächtigt. Mann, der Bronze hat mich verdächtigt. Ja. So, das Einzige, was hast ich du, bei dir... Warte, lass mich doch... Guck, du fragst mich was. Ja, dann sag. Mögt euch heute aber auch, ne? Und dann hast du ganz Zeit mitgeholfen, den Verdacht von Bronze zu unterstützen. Nee, habe ich nicht. Das Einzige, was ich nämlich kritisiert habe, war dein Argument, dass du das nicht aktivieren hättest können. Boah, das ist das Einzige. Taros. Und ich habe nicht einmal gesagt, dass du Traitor bist. Ja, komm. Ist auch egal, aber... Bis ich ins Haus gehe. Ja, aber ich hatte also... Ich hätte eigentlich zu Bronze tendiert. Wie macht man denn das Licht an? Hinten im Haus. Auf den Schalter drücken. Boah, Alter, falls Bronze, ey. Falsch liegen kann, ja, okay, Bronze, dann tut's mir mega leid, Alter, komm. Ja, es muss ja nicht leid tun. Sorry, Bronze. Ja, ja, voll die fette Mega-Diskussion, ey. Boah, aber so muss TTT eigentlich gespielt werden. Ja, mehr mit Worten als mit Waffen, ne? Ja, Bronze. Vorsicht. Oh, Last Strike! Oh, nee, komm, das ist doch scheiße, Mann. Wow. Oh. Alter, ich lebe noch. Ihr müsst einfach hinter irgendwas sitzen gehen. Ja, hinter die Mauer. Genau. Doch, also ich weiß nicht. Boah, das ist aber auch gut so, ne? Sonst wäre das zu überpowered. Die Effekte hinterher noch. Ja, mega nice. Boah, das ist immer, wenn der Tobi ihn fahren lässt, was? Schöne Grüße an den Tobi übrigens, der bald auch wieder dabei ist. Geil. Krass, ey, hab ich den armen Bronze voll beschuldigt, ey, tut mir mega leid, Mann. Ja, es musste ja nicht leid tun, du hattest ja einen Verdacht und den hattest du ja dann. Ja, aber das gehört doch zum Spiel. Bronze, Mann, du bist mein Brother in Arm, Mann, bei DayZ, bei Battlefield überall, da kann ich doch nicht sagen. So aber das war bei Patrick jetzt auch das Geilste, so weißt du, er sagt zu mir, hör mir doch mal zu und redet bei Bronze dazwischen, bei mir redet er dazwischen. Ja, komm, wir reden alle zwischen, ja, da bin ich nicht der Einzige. Ja, eben nicht. Ich brenne nicht, alles gut. Wie eben nicht, klar. Boah, Alter, wenn ich doch was sage, dann redet ihr doch auch dauernd. Wie krass war das jetzt, bitte, Mann? Ja, was? Das war die oberste Brian-Fuck-Folge-Szene ever, Mann. Brian, was denn? Das war jetzt endlich mal wieder so ein Moment, wo ich nicht wusste, wer Traitor war. Ja? Und dann, Alter, wir schießen das. Nee, macht keinen Sinn mehr. Dustin, ey. Und alle, ich hab das fast geschossen. Geil. Wer war das denn jetzt? Und irgendeiner hat wieder die Falle aktiviert. Jetzt können wir wieder loslegen. Wo denn? Da was unter dir alles brennt. Aber jetzt wird es noch schwieriger, weil wir alle halt da standen. Wir standen alle aber guck mal, Kreis. Der PZ, der ja, wollte ich gerade sagen, ich bin der Einzige, der vorm Haus steht, aber ich war es diesmal wirklich nicht. Aber man muss sagen, der Patrick war irgendwie von den letzten 4 Runden 3-mal Traitor. Das ist echt krass. Ja, dafür war ich aber dann 3 Folgen davor gar nicht. Aber er ist jetzt bestimmt wieder Traitor, okay, allein wegen diesem Count, weißt du? Ja, klar. Wer ist das hier? Das ist korrekt. Ja, das hatte ich auch mal. Ich war einmal 5-mal hintereinander Traitor, Alter. 5-mal? Ja, dann wieder ganz lange nicht, ne? Ja. Ich habe Angst, Talente, Thorsten, geh weg, Mann. Warum ist jetzt springen? Dein Leben hat keinen Sinn mehr. Nein. Ich möchte nicht springen. Ja, warum bist du denn da oben am Dach, an der Kante? Damit ich nicht verbrannt werden kann und ich alles unter Kontrolle habe. Brennt gar nicht mehr. Achso, du hast alles unter Kontrolle. Du könntest aber vom Weiten weggesniped werden. So. Ist hier überhaupt ein Sniper? Oder Alter, Patrick schießt auf mich! Was ist mit dir los? Er hat wirklich auf mich geschossen. Ja, klar. Thorsten ist hier oben. Thorsten, geh mit deiner Sniper. Ist doch gar kein Sniper. Ich hab gerade ein bisschen Angst. Doch, da hinten in der Ecke liegt ein Sniper. Gut, aber hey, was ist das denn? Auf jeden Fall. Was war das denn? Lol. Was ist das? Was war das, Mann? Da kommt Fässer runtergerollt. Da. Oh, hallo Patrick. Bobi macht doch mit. Wow. Sorry, immer wenn ich Fass höre, dann. Was dann? Läuft mir das Fass über. Nichts, ne? dann hab ich einen Zug durch. Patrick, was willst du? Ja, irgendwie ist. Nee, da ist ein Fenster und da kam gerade alles Fässer runtergerollt. Patrick, was machst du mit mir? Was? Warte mal, der in dem Haus drin ist, der muss Traitor sein, Bronze. Was soll ich machen? Weil ich hab da gerade eine Taschenlampe gesehen. Okay. Patrick, der Talente ist draußen. Das ist, glaube ich, kann nicht Dennis sein. Nee, ich bin draußen. Ich bin hinten an dem Dings, in einem Schacht. Komm, guck mal hier, eine Sniper. Hey. Welchem Haus? Guck mal, wer im Haus ist, Curry. Guck mal. Ja, irgendeiner muss hier. Ich habe hier gerade eine Taschenlampe gesehen. Da, Dennis. Ich schieße gleich. Dennis, schießt auf mich, Traitor. Ich hab. Du hast jetzt selbst das Feuer eröffnet. War das. Ah! Und der Bälle Launcher noch gedroppt, weißt du? Nein! Was hab ich gedroppt? Der ist aber leer. Ja, die kannst du nur Traitor benutzen. Ich wusste doch, ich habe eine Taschenlampe gesehen, ey. Scheiße. Wo denn? In dem Haus hier im gegenüber. Haus? In dem fetten Haus. Ach so. Ja. Der Curry, Alter. Alle Augen ohne Ende, der Bastard. Oh, ich bin wieder ruhig. Das ist mein Haus. Der Bastard. Oh, nicht gerade nett. Aber Entschuldigung für die Produktplatzierung gerade. Okay, ich bin ruhig. Patrick? 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 Nee, warte mal. Talente?
Der ist confirmed. Ja. Der ist confirmed. Wer hat ihn denn confirmed? Wer hat ihn denn confirmed? Warum hat denn jemand was gesagt? Okay, Taros ist oben, warte mal, Taros ist oben auf dem Haus und Talente kommen da hinten aus der Ecke her, ne? Also wir gucken jetzt, wo die Leiche aber ist. Aber der Patrick hat die ganze Zeit mit Sascha sich unterhalten. Das hätte der Sascha doch merken müssen, wenn der Patrick plötzlich weg gewesen wäre. Aber der Patrick ist irgendwann ist einfach abgehauen. Was soll ich wohin da ist er denn gerannt? Hier in den Tunnel, da hinten. Echt? Da ist er hingerannt, ja? Ja, da ist er hingelaufen. Ey, halt mir den Rücken frei, Curry, Mann. Ja, ja. Ohne Scheiß. Könnte natürlich sein, dass jetzt Talente aus dem Dings rauskam. Der zielt auf jeden Fall komisch auf mich. Ja, du müsstest eigentlich jetzt Patrick finden, Thorsten, ne? Ja, ich trau dir nicht so ganz. Weil wenn der Sascha jetzt gelogen hat, und weil der Patrick muss ja jetzt hier irgendwo liegen. Ja, eben. Hier oben ist keiner, Mann. Wenn wir den nicht finden. Aua, wow, ich bin runtergesprungen. Der ist hier oben. Ich komm mit. Wo ist der? Wo ist wie hier oben? Hier oben ist Patrick, auf dem Dach. Wie auf dem Dach? Ja, dann ist es Sascha. Thorsten, sowas von. Nein, Thorsten. Es ist Sascha, es ist okay, sind wir mal ruhig. Wir sagen jetzt erstmal, was der Sascha sagt. Mal gucken, wie der sich jetzt da ausreden will. Thorsten war die ganze Zeit da unten drin. Es kann sein, dass er den Patrick unten im Haus getötet hat. Aber, Sascha, das ist wieder ein Scheißargument, weil das hättest du hundertprozentig gehört. Ich bin doch gerade runtergegangen. Du hast doch gerade noch gemeint, ich zieh die ganze Zeit auf dich. Wie soll ich denn von unten auf dich zielen, ey? Ja, aber wie soll ich denn von unten auf dich zielen? Du hast Patrick im Haus getötet und hast ihn dann hochgetragen. Nein. Nee. Boah. Wer war das? Ist jetzt was passiert? Killt bei Taros. Taros hat sich selber gekillt. Hä, ich lebe doch noch. Wir leben alle noch. Die Zeit ist eingelaufen. Ach so. Aber du warst es, Sascha, ne? Ja, klar war er das. Wir waren die ganze Zeit auf dem Dach. Das war perfekt von dir. Ja. Aber das war mal eine Runde TTD. Einer der besten TTD-Folgen. Das war gut. Das war gut. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Bis dann, ne? Ciao. Namaste. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich bin Thorsten, Alter.